So, hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Folge 320 der Level 80 Folge, denn uns fehlt weniger als 1%. Und wir sind hier nahe dran, den Kerl hier zu töten. Warte mal. Easy Quest, wenn man ihn nicht überzeugen kann. Okay, gut. So, machen wir nicht mal zwei weg, das können wir rausnehmen. Oh Mann, wir sind so kurz vor 80 hier. Wow, wir sind so kurz vor 80, Leute. Echt mal. Es ist greifbar. Es ist wirklich greifbar. Wie viel haben wir, wie viel bekommen wir für den hier? 2000 EP. Okay, lasst uns mal rechnen. Wir sind bei 60, wir brauchen 70, das heißt noch 5 Mobs ungefähr. Noch circa 5 Mobs. Meine Fresse. 5 Mobs. Servus. Hallo? Okay. Das kam überraschend. Das kam überraschend. Ja, doch. Ich muss doch mal einen Questtext nochmal durchlesen, ne? Noch ein bisschen das Gewölbe ist sabotiert, eines seiner Waffen, alle. Okay, aber zu meiner Unterstützung. Da habe ich jetzt aber nichts bekommen. Nee. Also die soll er dann eigentlich automatisch schicken zu meiner Unterstützung. Gut, wir waren auch sehr angeschlagen, das muss man dazu sagen. Wir waren sehr, sehr angeschlagen. Hauen wir uns hier mal den rein. Na, dann bin ich mal gespannt, wann die dann kommen. Zu meiner Unterstützung. Haha. So. Schwupps. Und schwupps. Sonst haut der mich nämlich wieder zu Brei. Da kommt er nämlich schon, siehst du? Lady, wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr denn? Hallo, wo seid ihr denn? Helft mir doch, da ist Ekel. Oh mein Gott, da ist Ekel. Ekel! Greif ihn doch an, du blöde Sau! Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, nicht mich töten. Nicht mich töten. Scheißdreck, Ekel, du blöde Sau. Entschuldigung. Ey, das ist doch nicht wahr. Oh, ich lass mir mal Zeit. Ich bin Benjamin Blümchen, der lethargische Elefant. Töre! Fick dich, Benjamin! Ah. Entschuldigung. Ich weiß, es ist keine würdige Dingen. So, jetzt sind sie aber dran. Meine Güte, du. Ist doch nicht wahr. So, sagen wir alle drei zusammen. Ich heile mich mal lieber, dass ich zumindest einen Schlag überleben kann. Nein! Nicht mich! Nicht mich! Nicht mich! Hören Sie auf! Genau, schön auf Ekel gehen. Mhm. Schön auf Ekel gehen. Nein, nicht auf mich! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Hören Sie auf! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! 95% Bedrohung, ey. Ich hau da jetzt nicht mehr drauf. Ich bin nicht bescheuert. Nur noch Auto-Hit. Na, schon wieder 92 Bedrohung. Uah. Ich stehe doch nur hier rum! 91 Bedrohung, ich stehe doch echt nur hier rum! Was willst du von mir, du Vogel? Komm, jetzt machen wir fertig. Jetzt machen wir fertig. Fertig machen hier. Fertig machen. Sonst macht mich fertig. Ja, gut. Oh Gott. Ja, und jetzt hat's gezählt, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Der liegt doch hier tot rum. Ihr wollt mich doch. Weil ich gestorben bin, oder was? Ja? Weil ich gestorben bin?
Oh Mann, hey, das ist so. Okay, neuer Plan. Neuer Plan. Wir lassen ihn kommen. Und wir schalten unsere Bubble ein. So. Wir schalten unsere Bubble ein. Jetzt hoffen wir, dass Fetti und seine Freunde kommen, bevor meine Bubble abgelaufen ist und den übernehmen. Ja, sehr schön. Ohne Bubble wäre ich am Arsch gewesen. Ich hau jetzt nicht mehr drauf. Ich hau nicht mehr drauf. Ich habe viel zu viel Bedrohung. Hoffen wir mal, dass jetzt zählt, wenn ich nicht sterbe. Mann, 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 Mann. Boah, ey, ich hau nur mit Auto-Hit drauf. Ey. Das gibt's nicht. Wie wenig Aggro machen die? Agromandula, jetzt habe ich es wieder. Jetzt weiß ich wieder, wie ich das. Ich vorhin die ganze Zeit am Überlegen, so scheiße, wie wollte ich denn den Schaden? Wie wollte ich denn den Schaden? Ja, Agromandula, natürlich. Ich hatte noch gedacht, ich muss mir jetzt die ganzen alten Dinger ansehen, weil ich gar nicht mehr wusste auch, wann ich gesagt hatte, dass ich den so nennen wollte, um dann eben zu sehen, wie ich den nennen wollte. Agromandula. Ich muss mir das aufschreiben, sonst habe ich es nachher wieder vergessen. Ich mit meinem Breihirn. Agromandula. Und hoffen, dass es passt. Ich glaube, wahrscheinlich ist es zu lang. Vielleicht twink ich einen Tank. Ja. Nein, nicht jetzt! Nicht jetzt! Nicht jetzt! Nein, nicht jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, ich komm gleich! Komm gleich! Ey, bitte, 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 bitte! Mach doch fertig! Mach fertig! Mach fertig! Ich komm doch gleich! Ich komm doch gleich! Ich bin gleich da! Bin gleich bei euch da! Bin gleich bei euch da! Wirklich, nicht ausblenden! Ich bin gleich bei euch da! Gleich bin ich da! Ich bin sofort gleich da! Aber so gleich da bin ich! Ja? Ich bin gleich da! Er ist gleich tot! Nicht ausblenden! Bitte, 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 da bleiben! Da bleiben, da bleiben, da bleiben, da bleiben, da bleiben! Ein paar Sekunden! Jetzt! Och nö, oder? Er wollte mich verarschen! Ich wollte mich verarschen. Hat es wenigstens gezählt? Nein, natürlich hat es nicht gezählt. Natürlich hat es nicht gezählt. Ey, nee, sorry, Leute. Doch, ja gut, okay, ich muss machen. Ich brauche ja die Punkte gleich. Nein! Ey. Hi. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Kriegt man hier nur Utgard? Kriegt man nur Utgard? Also es könnte noch ein bisschen dauern, außer die Bosse geben genug EP, dass es für den letzten Fatz reicht. Aber wir machen das halt jetzt immer mit noch, ne? Für die anderen wohl dann. Ich meine, vorher war es ja nicht so. Wir sind ja auch schon mal in andere Instanzen reingekommen, aber wirklich. So, seit einer Woche. Heftig. Ich meine, ich helfe Kleinern ja gerne, ne? Das ist ja überhaupt nicht, aber doch nicht ständig. Vor allem, wenn ich so kurz vor 80 stehe. Wenn er mich mit 80 auch noch hier reinsteckt, kriegt Schreikrampf. Ich meine, wie willst du dann groß die Daily-Sachen? Ich meine, gut, dann ist es. Dann rascht man halt kurz durch, aber. Und der 76er, der träumt sich bestimmt auch was anderes. Ich meine, die beiden 71er und der 70er, die sind glücklich. Tja. Keine Ahnung, warum die Quest hier nicht funktioniert hat. Ich meine, wir haben ihn jetzt schon zweimal getötet.
Ist halt bei Privatservern mitunter so, dass manche Quests nicht funktionieren. Schade, aber naja. Was willst du machen? Was willst du da machen? Dann wird es, wie gesagt, jetzt echt die Herausforderung, ob wir es noch in 23 schaffen, 80 zu werden. Ja gut, also spätestens am Ende der Insel. Ne? Also mit Abschluss der Insel kriegen wir fett EP und dann sind wir ja hier. Steht es gerade nicht da. Bin nur gekommen. Aber genug auf jeden Fall fürs nächste Level dann. Aber das wird vermutlich schon bei den Bossen funktionieren dann. Vermutlich. La la la. Gehst du lang? So gehst du da lang? Ich soll mich wohl mal langsam noch in Gilde für alte Menschen umhören. Alte, gemütliche Menschen, die zum Beispiel bei Instanzgängen noch Symbole verteilen auf den Mobs, die noch mit CC-Effekten arbeiten. So richtig alte Schule. Vielleicht, aber nein. Nein, das wäre nix. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht sollte ich ja mal auf Allianz-Seite twinken, aber nein. Nein. Nicht nochmal. Nicht nochmal 320 Folgen. No way. No way. Wenn ich sowas machen sollte, dann offscreen. Mindestens bis Level 70. Das könnte dann länger dauern als hier, weil ich mich auf Allianz-Seite in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, zweimal oder dreimal Allianz gespielt. Und ja, den Rest Horde. Und da habe ich die ganzen Quests nicht so parat. Ich weiß auch nicht, wie die Allianzler so drauf sind. Ich keine Ahnung. Und ich müsste halt Geld rüber schaffen dann. Dann wäre schon mal interessant zu wissen, ob auf Hortenseite so die coolen Kiddies sind und auf Allianzseite vielleicht so die Alten und die Frauen. Ja, früher war das so, tatsächlich. So die coolen Leute haben früher Allianz-Horde gespielt. Und die sich für was Besseres gehalten haben, die haben Allianz gespielt. Oder die Frauen, weil bei den Frauen hieß es halt immer, ich spiele keine Tiere. Das ist halt, na, also wenn Frauen... Wobei, gut, das war in Klassik hauptsächlich so. Muss man sagen, das hat sich ein bisschen geändert mit Burning Crusade. Da haben die Frauen dann in erster Linie eben Blutelfen gespielt. Oder Blutelfinnen. Weil die eben dann schon noch einigermaßen menschlich waren, weil die wollten echt keine Tiere spielen. Also wie Orks oder Tauren. Trolle gingen gerade noch, so Trollweibchen. Ich kenne ein, zwei Frauen, die haben beispielsweise Trollpriesterinnen gespielt zu Klassikzeiten. Das ging gerade noch so durch, aber war auch grenzwertig. Sun beispielsweise. Ach, Sun war cool. Und Isabel. Isabel war ein Mann. Isabel hat sich nur aufgeführt wie eine Frau. Ach, das war so geil. Ja, damals in Klassikzeiten auf Forscherliga habe ich zu den drei begehrtesten Heilern gehört. Tatsächlich. Ja, also jetzt mal abgesehen, wir hatten eine,
eine Gilde, die hat sich wirklich für was Besseres gehalten. Die hat, war nur am Raiden und die hat sich auch mit den anderen Leuten auf dem Server überhaupt nicht abgegeben. Aber, also mit denen konntest du auch nichts machen. Die hast du nur ab und an mal vom Auktionshaus gesehen, wie sie rumgepostet haben und angegeben haben, wie toll sie doch sind. Und da bist du dann eben lächelnd vorbeigegangen, hast gesagt, okay, ihr seid schon gut. Ja, ja, passt schon. Fein gemacht. Aber so die normalen Leute vom Server, mit denen man sich eben so umgeben hat, da muss ich sagen, ich konnte damals mit Hild nicht online kommen. Ich hatte sofort mehrere Whispers. Hey, Lust auf eine Instanz, wie sieht's aus, bla bla bla. Und das waren dann eben damals Isabel, San und Hild. Alles drei Priesterinnen. Wir waren gefragt. Ja, also wenn die online gekommen sind, dann aber hallo. Gut, wie gesagt, damals war ich auch noch hier, ne, 11 Jahre jünger. Ja, damals war ich hier 28. Ja, da gingen die Finger noch geschmeidiger. Tatsächlich. Das ist, ja, man merkt es wirklich mit der Zeit. Wobei das, wie gesagt, vermutlich auch eben daran liegt, dass ich nicht mehr jeden Tag spiele. Ja, und auch nicht mehr in diesem Zeitaufwand, wie ich es früher betrieben habe. Da war es dann natürlich drin, da hast du jeden Tag x Instanzen besucht und was eingeübt und ja, hattest teilweise auch deine Stammgruppen noch, mit denen du unterwegs warst. Da ging das dann. Und heute merke ich halt, okay, ich habe wirklich teilweise Probleme, mich hier einzufinden wieder. Ja, ich zehre halt noch so von den alten Erfahrungen. Wobei es natürlich teilweise auch so ist, dass hier auf dem Server eben inzwischen sehr viele Leute schon sehr, sehr lange sind und die dann eben auch teilweise denken, sie sind das Nonplusultra und auch vergessen, wie es war, als sie noch neu waren. Das war auch bei Lich King auf dem Office-Server dann so, je länger die Erweiterung da war, umso ungnädiger wurden die Leute gegenüber Neulingen, was ein bisschen schade war. Das ist halt die Frage, gibt es wirklich auf dem Server noch Leute, die damals Lich King gerne gespielt haben und auch, ja, menschlich total okay waren. Wobei, gut, ich habe schon einige kennengelernt, ja, hier, also die wirklich cool drauf sind. Das muss man schon sagen. Und das sind eben die Leute, mit denen ich gerne zusammenspielen möchte, die Lich King sehr gut gefunden haben. Und damals dann auch wirklich schön gechillt zusammen gespielt haben und eben mit dem heutigen WoW genauso wie ich nichts mehr anfangen können. Weil einfach allein diese Talentbäume, diese Idioten sichern, ja, dieses ganze Rumgehetze, nur noch schnell, schnell, möglichst schnell leveln, dass man schnell oben ist und dann nur auf die Raids schielen, die Leute kennen sich nicht mehr untereinander. Weil die ganze Scheiße eben serverübergreifend läuft und so. Das ist keine persönliche Note mehr da. Deswegen ist das nichts für mich. Hey Leute, guck mal. Das wird echt knapp. Das wird echt knapp. Also offiziell hätten wir noch rund 2 Minuten. Aber wir ziehen das jetzt einfach durch, ja, wir machen die Instanz hier komplett in dieser Folge. Wir werden in dieser Folge auf Level 80 kommen. Ich lasse nicht zu, dass meine Zuschauer als Fehleinschätzer gebrannt werden. Nein, das tue ich nicht. Und im nächsten so weißt du so, ach komm, wir machen doch Schluss, lalala. Nee, keine Sorge. Gerade zum Bossen, weil wenn der Dungeon Browser ordentlich funktionieren würde, dann wären wir jetzt schon 80. Da wären wir in der Instanz 80 geworden, aber macht er halt nicht. Und da müssen wir uns natürlich auch entscheiden, was kaufen wir uns dann. Wollen wir tatsächlich auf Heilung gehen, wo ich eigentlich schon dafür bin. Aber ich denke, wir werden die ersten Instanzen, auch die ersten Hero-Instanzen trotzdem noch als DD machen. Und dann eben, wenn kein anderer Paladin dabei ist, können wir ja die Heilplatte-Sachen sowieso mitnehmen. Das ist ja dann nicht das Problem. Na, aber so mit normalem Gruffel-Gear hier, da möchte ich noch nicht heilen in Heroes. Da mache ich mich zum Vollhorst.
Ja, vor allen Dingen, weil eben dann die Leute, oh, guck mal, blablabla. Na, weil die Leute sind es halt nicht gewohnt. Die kennen die mit Erbstücken zugeschissenen Twinks und das sind wir halt nicht. Wir sind halt nicht mit Erbstücken zugeschissen, weil wir sind ja Erstschar. Erstwähler sozusagen. Also warte mal, ich zuerst. Ja, die Folge wäre eigentlich vorbei, eigentlich, aber da machen wir nicht mit. Und die blöde Quest, dann brechen wir auch ab. Wir rüsten es dann in den Instanzen voll aus und machen vielleicht mal ein paar Quests nebenher aus Spaß, Freude und was weiß ich was. Oder zum Ruf zusammensammeln. Wo ich mir auch noch einen Überblick verschaffen muss. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, hatten wir zu Lich King-Zeiten schon die Wappenröcke, um Ruf zu sammeln? Ich glaube ja, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher, wann die kamen. Muss ich mal schauen. Ja, ein bisschen EP haben sie gegeben, aber na, es reicht halt noch nicht. Es fehlen noch 7k ungefähr. Begrüßt den Schatten. Ich muss jetzt nur schauen, ob man Akromantula, wie man die richtig geschrieben hatte. Ich meine, gut, sie wird Akro heißen mit Doppel-G, logischerweise. Und wird ein Tank werden. Bärchentank, vermutlich, weil Bärchen habe ich auch gespielt. Zwar nicht mehr aktiv zu Lich King-Zeiten, aber sehr aktiv zu Burning Crusade-Zeiten. Ja, hier mit Rhonokles ja auch. Transferieren kann ich Rhonokles leider nicht. So wie ich gelesen habe, darf man dazu keinen Char haben, der über 60 ist. Und den haben wir ja, ne? Und von daher werde ich dann eben offscreen einen frischen Dudu hochleveln. Abgesehen davon wäre Rhonokles ja sowieso Horde, falls wir dann Allianz machen sollten. Falls! Ja, ich sage falls. Es ist im Moment nur ein Gedankenspiel. Also, nagel mich nicht drauf fest. Falls ihr dann aber doch irgendwann mal ein Druidelchen sehen solltet, das Akromandula heißt, dann dürft ihr dem gerne ein bisschen Startgold schicken, dass es nicht so schwer hat, der arme Teufel. Oder Taschen, so schön, so ein paar, na, muss gar nicht 20er Taschen sein, so ein paar 16er Taschen oder irgendwas. Na, das ist eben der Anfang. Weil, wie gesagt, Erbstücke gibt's halt nicht, wobei wir mal gucken müssten, wie wir die besorgen. Ich glaube, die sind ja auch fraktionsübergreifend. Vielleicht mache ich mir aber auch einen frischen Account. Ja. Denn man darf auf dem Server hier bis zu 5 Accounts darf man besitzen und darf die auch parallel nebeneinander spielen. Man darf, wenn ich es richtig gelesen habe, nur nicht parallel mit ihnen ins Battleground rein. Aber man dürfte sogar Instanzen mit ihnen machen, also das wäre nicht das Problem. So, liebe Freunde, die 80 rückt näher. Noch ein Gegner. Ach, das lass mal liegen, was immer da drin ist. Ihmchen hier. Ihmchen hier und dann sind wir 80 und haben gleichzeitig 40 Abzeichen. Das ist schön, das ist krass und das ist auch ein bisschen geil. Ja, es ist ein bisschen geil. Gleich sind wir 80. Dö. Schön auf Basel. Ah,
dauert noch. Mein Leben tot ist Gott, yeah, Baby. Gleich nicht mehr. Dein Arsch gehört mir. Jetzt kehrst du Katz. So, und hier unsere Dinger aktivieren. Mopsgeschwindigkeit. Gleich. Nicht mehr lange, gleich soweit. Und yay! Woo! Yes! Yes! 80! War das nicht auch so eine Pornonummer? Ruf mich an, 80! Irgendwie sowas. Yay! Wir sind Level 80! Da-d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 a. So. Genug gefreut! Schön! Und schön die Leute gezettet. Haha. Level 80, liebe Freunde. Ja, okay. Wo investieren wir jetzt unseren letzten Talentpunkt rein? Ich weiß es doch noch nicht. Da nicht. Da nicht. Nee. Aber wo? Ach komm. Scheiß drauf. So. Und wir können da auch die letzte. Ach, wir haben ja auch noch. So. Jetzt erstmal hier Dungeon verlassen. Aus dem Dungeon teleportieren. So, der kann uns jetzt mal gepflegt im Dunkeln begegnen. Wir gehen jetzt nach Dalaran. Ja. Aber, liebe Freunde, die 80er Zeremonie, die Überlegung dazu, machen wir auf die nächste Folge. Also, 3.21 schauen wir uns alles ein bisschen genauer an. Wir gucken uns die Ausrüstung auf Level 80 an. Wir tun unsere dritte Glyphe reinbasteln. Wir gehen zum Lehrer. Wir aktualisieren unsere Skillung auf heilig. Wir überprüfen unsere Ausrüstung und. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Freue mich, dass ihr 320 Folgen durchgehalten habt. Die das Leveln jetzt angedauert habt, ist das Wahnsinn. Da hat man sich überlegt, dass wir zwischen Level 20 und Level 60 doppelte EP hatten, wäre es normalerweise locker 350 Folgen gewesen, wenn nicht sogar 400 Folgen. Also, jo, und jetzt geht's dann los. Wie gesagt, wir werden die Instanzen noch durchkauen, die wir noch nicht gemacht haben, auf Non-Hero. Wir werden alle Instanzen auf Hero machen. Und wir werden mal schauen, dass wir uns ein bisschen für ein Raid vorbereiten. Und vielleicht machen wir irgendwann ja auch mal ein kleines bisschen PvP. Vielleicht, möglicherweise. Mal schauen. Je nachdem, wie es uns Spaß macht. Wenn wir reingehen und wir sind total angefressen, dann eher weniger. Aber wir lassen es auf uns zukommen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Treue. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.